Hallo zusammen. Gestern hatte ich den Song Moliendo Café eingespielt mit einfacher Registrierung. Gleich rief mich ein Musikant an und sagte, ja, das ist mir doch alles mit den Fingern noch etwas flott. Nun, mein Vorschlag, einfach eine Übungssequenz, einen Übungs-MIDI-File einspielen mit deutlich reduziertem Tempo, beispielsweise Tempo 82. Wie das geht, ganz einfach, meine Registrierung von Moliendo Café habe ich bereits geladen. Jetzt wähle ich in meinem Sequenzerbereich einen neuen Song. Er legt einen neuen Song an. Taste Rekord. Alle Spuren sind scharf geschaltet. Ja, und schon geht's ans Einspielen. Tempo 82. Dass jetzt am Schluss ein Takt zu lang war, können wir vernachlässigen. Stopp! Und um dem Ganzen noch so ein Sahnehäubchen aufzusetzen, nehme ich noch eine zusätzliche Spur auf mit einem Bläsersong und dazu spiele ich mit den Bläsern immer nur den Grundton der Harmonie, also A-Moll, A, D-Moll, D und so weiter. Ganz einfach, Rekord und ich nehme die Spur 5. Jetzt bekomme ich ein Auswahlmenü, aus welchem Bereich ich gerne den Sound hätte. Ich wähle Reit 1. Aus Reit 1 nehme ich Octave Press. Die Begleitautomatik kann ich ausmachen. So. Und jetzt natürlich den Song abspeichern. Wir nennen ihn einfach einmal Café. Originaltempo 106 oder mal sogar etwas flotter 112.